Joe, wir wollen doch nicht bei diesem Unwetter abhauen. Warum nicht? Wir sind doch nicht aus Zucker. Oh, das Licht. Ich kann das Licht sehen. Oh, Joe, du leuchtest. Ich folge dir, mein Stern, führe mich. Kannst du uns hören, Joe? Wir sind es, deine Brüder. Du bist von einem fetten Blitz getroffen worden. Hey, ich fühle mich irgendwie komisch. Was ist denn mit mir los? Wow, du bist magnetisch geworden. Der Strom hat aus dir einen lebenden Magneten gemacht. Autsch! Aber das bedeutet, ich kann super abhauen. Wenn jemand draußen einen Magneten platziert und ich in der Nähe der Wand bin, dann kann ich an der Wand hochlaufen. Das wird überhaupt kein Problem sein. Oh, du bist so ein Genie, Joe. Was ist mit uns? Wir sind nicht magnetisch so wie du. Wir sind nicht aus Eisen gemacht. Nein, aber Kette und Kugel dafür. Und wir brauchen einen Komplizen da draußen. Einen Riesenmagneten? Aber wo finde ich denn sowas im Lebensmittelladen? Ich vertraue dir voll und ganz, Mark. Doggins, die Besuchszeit ist zu Ende. Auf Wiedersehen, Jungs. Oh ja! Aua, das hält man ja im Kopf nicht aus. Ich kann es kaum erwarten, dass wir draußen sind. Superkräfte! Es kann losgehen, Ma! Yippie! Es funktioniert! Es funktioniert! Ja! Das ist ja der Oberhammer. Tanzen wir gemeinsam in das gleißende Licht. Sorry, kleines technisches Problemchen. Also, ich sehe nur eine Möglichkeit. Wir nehmen Dynamit. Hast du eine Vollklatsche? Ich kenne da einen Doktor. Aber der hat nur im weitesten Sinne mit Medizin zu tun. Ich beschwöre gerade eine Warze. Schwingt eure Hintern in das Wartetipi. Das ist ein Notfall, Doc. Hey!
es leider nicht geschafft, aber dafür ist der Magnet jetzt kleiner. Steht dir irgendwie, Joe? Das verleiht dir einen modernen Touch irgendwie. Naja, egal, wir sind frei. Das ist alles, was zählt. In die Richtung. Ich kann ihn riechen. Warte auf mich, mein Stern. Ich will dir folgen. Rantanplan hat die Witterung aufgenommen. Hinterher. Komm schon, Joe. Nur noch ein paar Meilen und wir sind in Kalifornien. Wir sind gleich beim großen Schrottplatz. Beim Schrottplatz? Ja, genau. Da findet man tonnenweise altes Zeug. Ja, manchmal kommt der Berg zum Propheten. Mein Meister. Hände hoch, Dortens. Noch ein Gewitter, das wird ja immer schlimmer. Oi. Hey Joe, du bist nicht mehr magnetisch. Sehr schön, dann können wir dich ja wieder in Eisen legen. Wie heißt das alte Sprichwort? Eisen gut, alles gut. Ihr wolltet doch immer mal vereisen. Na, Chefkoch, was steht denn heute so alles auf der Speisekarte? Tja, es gibt frittierte Paprikaschoten mit Schinken à la fabelhafter Falke, eine Geschmacksexplosion, ein kulinarisches Highlight. Wow! Wow! Avril kocht dasselbe nochmal auf der Stelle. Essen ist fertig. Na dann. Nein, besser du isst zuerst. So, und jetzt niesen. Wo ist Averell? Ich bin hier, Joe. Also mir hat's köstlich geschmeckt. Das heißt, Averells Eintopf hat ihn unsichtbar gemacht? Ihn unsichtbar gemacht? Averell, du bist ein Genie. Lass mich dich umarmen. Ja. Aber ich bin noch hier, Joe. Es funktioniert, wir sind unsichtbar. Na los, hauen wir ab. Joe, unsichtbar sein heißt nicht, dass man durch Wände gehen kann. Hallo, Gefängniswärter, hier sind Kakerlaken in unserer Zelle. Wo sind die Kakerlaken? Verschwunden. Was? Verschwunden? Und es gibt keine einzige Spur, keine Sandhaufen und keine Tunnel. Sichert alle Ausgänge, lasst niemanden raus. Die sind wahrscheinlich noch auf dem Gelände. Wir warten, bis sie auftauchen. Kein Gefangener entkommt, Melvin Peabody. Oh, finden Sie das lustig? Wie bitte, Boss? Wir klauen die Schlüssel aus dem Büro des Direktors und verschwinden. Hey, ich kann fliegen. Ist ja ein Ding. Ich kann fliegen.
Averill, was machst du mit dem Hund? Den nehme ich als Souvenir mit, Joe. Wir reisen mit leichtem Gepäck. Schlaf! Ich habe schon immer davon geträumt, ein Superheld zu sein. Ich habe sie lachen hören, Emmett. Wo sind die blöden Schlüssel? Passt auf, da kommt jemand. Nicht zu fassen. Na, danke. Er macht unseren Plan kaputt. Wache! 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 Ich komme! Super Rettungsplan! Hilf mir! Wache, hilf mir! Nicht so hastig! Lass mich in Ruhe! Hier sind die Dolchen! Die Schlüssel! Die Schlüssel? Aber ich habe keine Schlüssel! Lügen haben kurze Beine. Oh, Entschuldigung, Boss. Die Dortens, sie sind unsichtbar. Da, direkt vor euch. Wo denn? Hier. Fürchtet euch nicht. Rantanplan rettet euch. Mit seinem Superblick lokalisiert er die Kriminellen. Joe, die Wirkung lässt nach. Wir haben die Schlüssel, das ist alles, was zählt. Oh Mann, welcher ist es? Schnappt euch die Burschen! Moment mal, wir werden nicht dafür bezahlt, Geister zu jagen. Ich verdopple euer Gehalt. Das Dreifache. Das Vierfache, mein letztes Angebot. Also schön, wie viel? In unserem Gefängnis spukt es. Unser Gefängnis ist ein Spuknast. Es spukt. Ach, welcher ist der Richtige? Na bitte, wer sagt's denn? Seht euch das an, meine Brüder. Die süße Freiheit liegt direkt vor uns. Ist das nicht wunderschön? Ja, los gehen wir, Joe. Wartet, wir müssen diesen Moment genießen. Es besteht kein Grund zur Eile mehr. Keine Bewegung! Hände hoch! Die Sichtbaren zuerst! Ach, wir haben's wieder verpatzt. Das geht mir langsam auf die Nerven. Na, hör endlich auf damit, Averill! Ich kann nichts dafür, Joe. Ich verdau das Zeug eben nicht so gut. Jetzt sehe ich aus wie ein richtiger Superheld. Zum Glück habe ich mir den Schlüpfer über den Anzug gezogen.